Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen seit einer wirklich extrem langen Zeit mal wieder zu einem kleinen Infovideo. Viel zu sagen gibt's auch gar nicht mal. Ich wollte euch eigentlich nur, wie ihr wahrscheinlich im Titel gelesen haben werdet, wenn ich es denn so nenne, wie ich es nennen möchte im Moment, möchte ich euch auf jeden Fall was zum Uploadplan sagen. Dem aufmerksamen Zuschauer unter euch wird es vielleicht schon aufgefallen sein, dass heute am Freitag kein Resi 6 Part gekommen ist. Das liegt daran, dass ich keine Parts mehr von dem Projekt habe. Shit happens. Ich habe meinen Freund halt extrem lange nicht mehr besuchen können, aus verschiedenen Gründen, Arbeit und all sowas und Lernen für Klassenarbeiten, deswegen auch Wochenende verplant immer und sowas alles. Deswegen kamen wir nicht dazu, weiter aufzunehmen. Deswegen war der Titel ja auch ganz passend, so von wegen, ist es vorbei? Vorläufig ja. ja, was soll ich sagen? Resi 6 wird halt erstmal auf unbestimmte Zeit pausiert. Ich weiß, es ist jetzt total die Tragödie für euch, weil sich eh kaum einer das Projekt anschaut, was echt schade ist. Gerade der Part hier auch, den ich persönlich extrem geil finde, also nicht vom Part her an sich unbedingt, sondern halt eher von der Szene im Spiel. War zum Beispiel im Flugzeug, weil das diese geile gefangene Situation da ist und dann kommen da auf einmal einfach so diese Zombies quasi und du bist dann da im Flugzeug und kannst nicht weg und ist einfach nur mega geil. Mega geile neue Idee auch, die sie da reingebracht haben. Deswegen wirklich, ich kann euch nur immer wieder empfehlen, schaut es euch doch einfach mal an, das ist gar nicht mal so schlecht, wie ihr denkt. Und vor allem mit unseren lustigen Sprüchen dabei ist es eigentlich... Sollte man mal gesehen haben, wenn man meine Videos allgemein eigentlich ganz gut findet. Deswegen, ne, so als kleiner Anstupser nochmal so an euch, ja, auch an dich da vorne, ganz genau an dich, ja, ja, schau mal, schau das mir dir ruhig nochmal an. Oder überhaupt mal an, besser gesagt. Ja, so viel dazu. Mein Uploadplan sieht jetzt halt wie folgt aus. Ich habe mir überlegt, Silent Hill ist fast zu Ende. Ja, ich weiß, es ist traurig, aber wahr. Ich werde jetzt erstmal die komplette nächste Woche Silent Hill nur noch hochladen. Wirklich von Montag bis Freitag und vorher am Wochenende auch, weil es ja vorher auch am Wochenende kam. Deswegen ab jetzt so jeden Tag erstmal Silent Hill für euch. Yeah. Dann sollten die Parts bis Freitag eigentlich reichen. Am Freitag ist dann Silent Hill dementsprechend zu Ende. Dann wird ein kleines Mini-Tomb Raider Custom Game folgen. Das sind wirklich nur so 3 Parts geworden. Ich dachte, es wäre länger. Aber ich hatte vor kurzem halt extrem Bock mal wieder tatsächlich auf Tomb Raider und habe deswegen, das war glaube ich erst, ja wirklich, letztes Wochenende, habe ich Willard Asylum aufgenommen, das Custom Level. Und das wird dann auf jeden Fall kommen am Wochenende jetzt. Und also nicht dieses jetzt, was jetzt anfängt, sondern das danach, ne? Nochmal so, um es ganz deutlich zu sagen. Und dann wird tatsächlich auch schon Resident Evil 1 anfangen. Zu Resi gibt es auch eine Kleinigkeit zu sagen, kann ich mal eben anmerken. Ich hatte es im Projekt selber gesagt, aber ich will es ja auch nochmal sagen, einfach sicher ist sicher und besser ist es sowieso. Ich habe sowohl Jill als auch Chris komplett aufgenommen. Also Resi ist auch schon fertig, da habe ich auch kein Problem mit den Parts dementsprechend. Da wird das wirklich immer regelmäßig so in einem Rutsch hochgeladen werden können. Naja, ich hatte mir halt so überlegt, zweimal hintereinander Resi 1 ist vielleicht ein bisschen viel, dass ich vielleicht dann Chris mir aufhebe und das erst nächstes Jahr für euch hochlade oder so. Doch dann habe ich mir überlegt, nö. In Resi 2 ist es ja auch so, dass wir eigentlich 2 Kampagnen haben mit Lea, Das war jetzt eine tolle Kombination aus den Namen. Nein, also einmal mit Leon und einmal mit Claire, so heißen die Charaktere im zweiten Resi-Teil, die man spielt. Und da dachte ich so, ey komm, das gehört eigentlich auch sogar zusammen. Deswegen, in Resi 1 gehört es zwar nicht unbedingt zwangsläufig zusammen. Ist eigentlich sogar eher so, wenn der eine Run stimmt, das wäre der mit Jill, ist der mit Chris eigentlich so nur ausgedacht. Obwohl später in Resi-Teilen auch nochmal irgendwas gesagt wird oder erklärt wird, keine Ahnung, wo man dann sich denkt, hey, die Route von Chris könnte ja auch eigentlich stimmen. Aber egal. Fakt ist auf jeden Fall, ich habe mich jetzt dazu entschieden, also da braucht ihr hinterher nichts mehr in die Kommentare zu schreiben, wenn ihr das hier schon gesehen habt und euch im besten Falle merkt. Ich werde bei Resi 1 das wirklich so machen, erst werde ich Jill komplett hochladen und dann Chris und nächstes Jahr mache ich dann dafür das Remake von Resi 1. Das passt dann, denke ich mal, besser. Weil ich Resi 2 auch demnächst anfangen werde aufzunehmen, ja, noch habe ich nicht begonnen.
Passt das ganz gut. Dann kann ich nächstes Jahr praktisch so ein Remake-Jahr machen. Dann zeige ich euch von Resi 1 das Remake und Resi 2 das Remake. Bis dahin ist ja auch Resi 3 Remake garantiert raus. Das heißt, dieses Jahr kriegt ihr die ganzen, ich kann echt nicht mehr reden, furchtbar, die ganzen alten Klassiker zu sehen. Und nächstes Jahr dann dafür die ganzen Remakes. Deswegen ist eigentlich ganz cool, denke ich mal, wenn ich das so mache. Zumindest finde ich das selber eigentlich so ganz gut gelöst und ich hoffe, ihr seht das genauso. Und ja, ich muss mir dann halt mal so überlegen, ob ich wirklich jeden Tag Resi hochlade oder noch was anderes als Zwischenprojekt, weil ich habe ja eigentlich auch schon komplett Deponia aufgenommen, also Chaos auf Deponia, ne, den zweiten Teil. Ich habe davon nur noch nicht so viel Kontrolle geguckt und habe selber nicht so viel Bock, mir das nochmal alles anzugucken. Deswegen weiß ich nicht, wann ich das hochladen werde, aber das könnte sonst demnächst als Zwischenprojekt auch mal kommen. Vampire Stone 2 geht dafür natürlich außerdem auch weiter. Deswegen, ja, okay, mache ich das erstmal so. Diese ganze Woche Silent Hill. Und dann darauf die Woche dann halt Resi mit Vampire Stone 2 und mal schauen, wann Deponia auch anfangen wird. Wir werden es sehen. Und ja, soweit so gut erstmal. Ich denke mal, das wäre es auch schon. Oder gibt es noch was zu sagen? Ich wüsste eigentlich nicht was. Das ist so mein Ding. Mein Ziel, wie auch immer. Ihr könnt es auch nachlesen demnächst in der Kanalbeschreibung, wenn ich es nicht vergesse zu ändern. Bei meinem Abonnenten-Special bin ich übrigens immer noch nicht wirklich weitergekommen. Ich wollte ja für 450 dieses machen, welche Lara mir am besten gefällt, also so welche Generation und welche Level ich aus den Tomb Raider-Spielen am besten finde und sowas. Ist so viel Arbeit und deswegen habe ich bisher immer dazu keine Lust gehabt. Aber ich habe es nicht vergessen und ich arbeite da noch dran, auf jeden Fall irgendwann. Und dann werdet ihr auch das Special zu sehen bekommen, weil ich ja jetzt schon fast auch die 100 Abonnenten. 100. Genau, ich habe die 100 Abonnenten geknackt. Ich entwickle mich rückwärts. Nee, weil ich die 500 fast geknackt habe. Und deswegen, dann sollte ja auch wieder ein Special folgen, weil ich ja diese 50er-Schrittchen mache. Und deswegen, ich muss mal langsam in die Pötte kommen. Ah, schlimm. Alte Projekte sind übrigens auch nicht vergessen, natürlich. Phoenix Wright wird auch bald weitergehen, voraussichtlich, weil ich jetzt endlich mal die ganzen Parts gerendert habe, die ich noch auf dem PC verstauben ließ, sag ich mal. Muss ich nur noch gucken, wie sie geworden sind und vor allem auch wirklich nochmal mir angucken, weil ich von der Story keine Ahnung mehr habe. Also ich weiß noch grob, worum es geht, aber ich weiß nicht, was wir hier als nächstes tun müssen und sowas, weshalb ich auch Phoenix Wright gerade nicht weiter aufnehmen kann. Obwohl der Fall eigentlich ganz spannend ist. Deswegen, ich sollte mir das echt nochmal angucken. Das auf jeden Fall so als Info für euch. Und ja, das war es aber auch wirklich, bevor das Video zu lang wird und ich einfach nur irgendeinen Schwachsinn hier labere und mich vor allem ständig verspreche. Es ist schlimm. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende und genießt die Sonne, wenn sie sich denn mal zeigt. Hier macht sie es gerade so halbwegs, naja. Und wir sehen bzw. hören uns bald wieder in meinen normalen Projekten. Bis dahin, macht's gut und ciao!